Bodi, also wir haben schon gehört, viele großartige Duelle, die du und Benny gehabt habt. Was oder welches Duell ist ganz besonders noch in deinem Kopf? Mostly 2002. Hauptsächlich 2002. Ich glaube, das waren die einzigen Olympischen Spiele oder Weltmeisterschaften, wo wir auf dem Podium zusammen waren. Und im Heimatland, die Olympischen Spiele, ist natürlich immer was Besonderes. Und das war das erste Mal, als ich wirklich auch bereit war, auf diesem Level den Wettbewerb zu bestreiten. Der Benny, der war natürlich ein bisschen jünger als ich. Und das war eine besondere Sache, weil ich da wirklich auf diesem hohen Level auch erfahren konnte. Und vorher habe ich eine Menge Fehler gemacht, war immer weit hinten. Und wenn du hinten dran bist und hinterher fährst, das willst du ja nicht. Du willst ja hinter Armut oder Benny nicht hinterherfahren. Die hatten eine tolle Karriere. Das waren starke Skifahrer zu der Zeit. Und deshalb war das was Besonderes, vor meinem Heimatpublikum bei den Spielen zu Hause, dass ich da besser war als die Konkurrenten. Benny, lass uns mal auf das Bild schauen. Eben Salt Lake City 2002, die Kombination, wo du auch auf diesem Podium gestanden bist. Welche Erinnerungen hast du an diese Spiele und an diesen Moment? Ja, sehr gute eigentlich, muss ich sagen, weil ich hatte in dieser Saison doch meine Probleme. Ich habe ja vorher die Kugel gemacht im Slalom und in der Saison doch große Probleme gehabt und habe mich aber doch qualifizieren können für die Spiele. Und dann gleich eigentlich bei der Kombi die Medaille, wo wir dann gemeinsam am Podest gestanden sind. Das war natürlich schon was Besonderes. Ich meine, wir haben uns schon lange gekannt. Der Bodi war immer bekannt natürlich als unglaublich schneller Fahrer, hat einen extrem schnellen Schwung gehabt, aber auch sehr, sehr verrückt. Und ich habe da ein paar sehr, sehr coole Erinnerungen, muss ich sagen. Also ich glaube, es waren 98 in Park City, wo er nach mir gestartet ist. Ich bin ausgeschieden und da war sehr schlechtes Wetter, Nebel, schlechte Piste. Und er hat gefightet und ist runtergekommen irgendwie. Also es war eigentlich unglaublich zum Ansehen. Und Henrik, weil wir gerade bei diesem Bild waren, Salt Lake City 2002, da warst du als kleiner Junge vor dem TV, ja, und hast beschlossen, ich will Rennfahrer werden. War es jetzt wegen Bodi oder wegen Benny? Oh, vielleicht die in der Mitte dann, wegen Nils Norweger auf dem Bild, weißt du. Also steht viel andere Arbeit. Ja. Komisch. Aber na, also die Olympische Spiele in Salt Lake ist wirklich die erste Skirennen auf Fernsehen, das ich erinnere, wirklich. Und ja, dann nach den Olympischen Spielen habe ich gesagt, da wollte ich auch gern machen. So, ja. Und was hat Armut jetzt noch besser gemacht als die beiden hier? Auf diesen Zeit glaube ich vielleicht die Abfahrt oder so. Kann nichts 100% da rennen, aber die alle drei waren unglaubliche Skifahrer, Legenden. Und ja, es war mit die drei am Stockel, dann, wenn man einen von diesen drei ist am Stockel, dann ist nichts so schlimm, glaube ich. Wie würdest du den Fahrstil von Bodi Miller beschreiben? Ja, schon ein bisschen verrückt. Ich meine, man hat natürlich jetzt bei den Bildern vor allem die verrückten Szenen gesehen, die, wo er einfach auch viele Fehler gemacht hat. Das war ja nicht bei weitem nicht immer so. Er war eigentlich extrem schnell am Weg, einen extrem schnellen Schwung gehabt. Und das war dann bald einmal, ich glaube eben so in die Anfang der Nullerjahre, hat er sich dann schon sehr stabilisiert. Und deswegen war er dann auch so konstant. Ich meine, er hat jede Disziplin fünfmal gewonnen. Also das ist unvorstellbar. Mhm. Wirklich. Unvorstellbar auch, Henrik, der Start von Bodi Miller, diese versteinerte Miene, dieses Stone Face und diese Haltung. Wie kommt das bei so einem emotionalen Fahrer wie dir an, wenn du das gesehen hast? Uff, na, also ich war ganz jung, war Bodi wirklich top Superstar und hat, wie er gesagt, mehr als also 5 Rennen in jeder Disziplin gewonnen und so. Und, aber sein Fahrstil war so speziell von allen anderen und er könnte nur so fahren und mit diesem cooler Typ am Start und so, aber dann auf der Piste war es Vollgas und ja, ich glaube, für viele junge Athleten war er auch ein großes Vorbild, wirklich. Und was auch legendär war, Kombinationsabfahrt Bormio 2005, ja, als Benny Reich Weltmeister wurde, haben am Abend viele auch über Bodi Miller gesprochen und diese unglaubliche Fahrt über die Pista Stelvio mit einem Ski. Da waren die Kommentatoren aus dem Häuschen, die Fans sowieso. Bodi, war das für dich auch so spektakulär? You know, it was
You can see it, right? I didn't mean man to kann keep das im Grunde sehen. Also ich wollte nicht unbedingt weiterfahren, so mit 120 km/h, nur mit einem Ski. Und da war mir klar, du kommst da nicht runter. Da kommst du nicht von der Strecke weg. Und da habe ich gedacht, okay, ich möchte jetzt hier nicht sitzen bleiben mit meinem einen Ski. Ich möchte lieber nach unten. Und als ich dann an der Traverse war und dann wieder fast gecrashed bin, da war es ziemlich hart für mich. Da habe ich gedacht, jetzt fährst du aber auch bis runter ins Ziel. Naja, ich dachte, es war jetzt keine so gute Idee im Nachhinein. Könnte man eigentlich denken, ein kleiner Vorteil für die anderen, weil ja dann die Beine schmerzen müssen für die nächsten Rennen beim Body. Das kann man sich vorstellen. Das war ja doch eine sehr lange, sehr schwere Abfahrt und der fährt eigentlich zwei Drittel von der Abfahrt mit einem Bein. Also es ist schon bemerkenswert, sagen wir mal so. Wir haben ja sehr, sehr viel auch gemeinsam trainiert, die amerikanische Mannschaft, die österreichische Mannschaft. Und wir haben wirklich immer diese Begeisterung auch, oder die Begeisterung, was er gehabt hat, wir alle, aber er besonders fasziniert, muss ich sagen. Er hat das immer mit einer Freude gemacht. Er hat auch genau solche Szenen wie da immer wieder geliefert, im Training, auch im Krafttraining. Er ist sehr oft auch mit wenig Plan, habe ich das Gefühl gehabt, reingegangen. Er hat einmal probiert, mit einer Hand Klimmzüge zu machen, so viel er zusammenbringt. Oder wenn da zufällig ein Handbike gestanden ist, hat er mal geschaut, wie viel er da Umdrehungen zusammenbringen kann. Und so. Also da war wirklich sehr, sehr viel Freude auch dabei und irgendwie dieses Vergleichen und diese Challenge, das hat nicht mehr besonders ausgezeichnet, wie ich finde. Ja, du bist Weltmeister geworden, du bist Papa geworden. Gratulation. Emil ist jetzt mittlerweile 3 Monate alt. wie sieht es denn da vielleicht mit der doppelten Staatsbürgerschaft aus? So norwegisch, österreichisch, weil du weißt ja, der ÖSV, der sucht immer neue Talente. Ja, ich weiß. Ich hoffe für eine Doppelstaatsbürgerschaft wirklich. ich hoffe vielleicht auch für meine Doppelstaatsbürgerschaft. Willst du Österreicher werden? Ja, ich habe Österreicher Führerschein, wohne ungefähr 8 Jahre in Österreich jetzt. Ich habe Steuer in Österreich alles. So, und unsere Hauptwohnsitz ist in Österreich. So, schauen wir dann, wann möglich mit 2 ist, dann glaube ich, sage ich gern ja. Wie ist es denn, Bodi, jetzt als Familienvater? Ja, es gibt im Sport ja manche Sportler, die durch Kinder erfolgreicher werden. In der Formel 1 heißt es, die Väter bremsen schneller. Wie hat dich denn oder wie haben dich deine Kinder als Rennfahrer verändert? Ja, it's tough. I mean, I think I was already feeling it. Ist schon schwer. Ich habe es, glaube ich, schon am Ende meiner Karriere ein bisschen gespürt. Benny wird es sicherlich genauso sagen. Am Ende der Karriere geht deine Risikotoleranz einfach runter und du denkst, es fühlt sich jetzt falsch an, Risiko einzugehen. Das ist anders, wenn du jünger bist. Und das wird halt natürlich mehr, wenn du Kinder hast. Ich gehe auch jetzt kein Risiko mehr ein, wenn ich Ski fahre. Ich habe Verantwortung. Ich trage auch Verantwortung natürlich für die Kinder. Aber wenn ich die Kinder beim Skifahren sehe, macht mir das natürlich mehr Spaß sogar, als wenn ich selber fahre. Ich sehe, dass sie neue Dinge lernen, aber auch Risiken vielleicht manchmal eingehen. Aber die haben auch keine Angst, zumindest die Kleinen nicht. Auch die Eltern, die haben schon ein paar Crashs gebaut und schütteln das ab und dann ist wieder gut. Das ist schon beachtlich. Hätte ich eine Chance gehabt, dann hätte ich es auch gern gesehen, dass sie mich beim Rennfahren sehen. Aber da war ich einfach schon zu alt. Das wäre was Besonderes für die Kinder gewesen, mich zu sehen, wie ich Rennen fahre in meiner Karriere, speziell auf dem Gipfel meiner Karriere. Jetzt müssen Sie selber entscheiden, was Sie machen wollen. Benny, du bist dreifacher Familienvater, hast auch wahnsinnig viele Tipps bestimmt für den Hendrik. Gibt es da irgendwas, was du ihm von Vater zu Vater sagen möchtest, so als Jungpapa? Ah, ich glaube, er braucht keine Ratschläge. Das sind auch Schläge, wie wir wissen. ich glaube, er weiß genau, was er will. Das hat er ja schon sehr, sehr oft bewiesen. Und er wird auch da seine Erfahrungen machen. Und ich glaube, es ist auch immer unterschiedlich. Es ist ja jedes Kind anders. Also zumindest bei uns ist es so. Und man muss sich da immer wieder aufs Neue probieren. Ich möchte da keine Tipps geben. Ich glaube, er macht es selber.